teilen, entsteht automatisch auch etwas Positives, nicht nur gedanklich, sondern es materialisiert sich irgendwann ja automatisch dann auch noch dazu. Und was kann es da Besseres geben? Ich denke, wir hatten noch nie eine bessere Zeit und es war noch nie einfacher, bei LifeWave durchzustarten und wirklich Erfolg zu haben, als das jetzt gerade im Augenblick in 2020 mit LifeWave der Fall ist. Nicht nur aufgrund von diesen sogenannten C-Begebenheiten, also Corona-bedingten Problemen, wo viele Menschen einfach nicht nur erkennen, dass es wichtig ist, prophylaktisch etwas zu tun, um das Immunsystem zu stärken, wo wir natürlich perfekte Produkte im Angebot haben, sondern aber auch gleichzeitig erkennen, wie schnell es gehen kann, dass die gewegte theoretische finanzielle Sicherheit durch den Job, sagen wir mal im Tourismus, im Hotelfach, man kann das ja ganz weit spannen. Der gesamte Bereich der Veranstaltungsgastronomie, Leute, die Events planen, bis hin zu großen Messeveranstaltern, all das fällt von einem Moment auf den anderen mehr oder weniger flach. Leute, die vorher nie auf die Idee gekommen wären, dass es ihnen irgendwann mal finanziell schlecht gehen könnte. Mein Nachbar hat gerade eine 23 Meter Yacht gekauft vom Besitzer, oder sagen wir lieber ehemaligen Besitzer, vom Ushuaia. Ushuaia ist eine Diskothek in Ibiza, Megaladen, geht die Party ab, der holt jedes Jahr im Sommer 5 bis 6 Millionen aus dem Laden raus. Aber weil er eben weiß, dass das jedes Jahr wieder reinkommt, haut er auch wieder 3, 4 Millionen über den Winter raus. Naja, wie heißt es immer so schön? Sex, Drugs, Rock'n'Roll, das war schon in den 60er Jahren das große Motto von den Rolling Stones, von daher ist das jetzt ja nicht unbedingt was Neues. Jedenfalls, der Laden ist jetzt pleite, weil keiner damit rechnet, dass von einem Tag auf den anderen auf einmal alle Einnahmen wegbrechen. Und das ist aber für uns als LifeWave eine unglaubliche Chance. Denn immer mehr Menschen, nicht nur jetzt welche, die Millionen haben oder eben nicht mehr haben, weil sie die verprasst haben, mit ihrem Jetset leben, sondern eben auch ganz normal Sterbliche, finden auf einmal eine Situation vor, die sie sich leider oder glücklicherweise, wie man es auch mal sehen will, vor, sagen wir mal, 8 Monaten noch nicht hätten vorstellen können und müssen auf einmal etwas tun, um sich passiv etwas dazu zu verdienen. Und das Ganze möglichst noch von zu Hause aus, Computer unterstützt, übers Internet. Und was gibt es da Einfacheres und Besseres, als LifeWave zu promoten? Weil wir schlagen ja mehrere Fliegen mit einer Klappe. Die Menschen sind auf der Suche nach einer prophylaktischen Möglichkeit, das Immunsystem zu stärken. Sie sind auf der Suche, immer schon, nach etwas, was sie jünger erscheinen lässt, was ihnen mehr Dynamik gibt, was sie Schmerzen wegnimmt, was sie schlafen lässt in der Nacht, was sie in eine bessere Stimmung bringt. Denn wer heute allein nur den Fernseher einschaltet und sich Nachrichten anguckt, der ist ja in einer dermaßen Negativspirale gefangen. Das hält man nicht im Kopf aus. Was würden wir da ohne Nirvana machen? Oder wie ich, keine Nachrichten mehr gucken. Jedenfalls, die Zeit war noch nie besser für LifeWave, als das heute der Fall ist. Und insofern, Prost, ich kann Ihnen nur gratulieren, dass Sie alle hier sind heute Abend, denn Sie sind genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und so, wenn Sie das jetzt erkannt haben, sonst wären Sie ja heute gar nicht hier und würden sich dazuschalten, ist es auch ganz klar, dass Sie jetzt, wie Goethe das immer so schön sagt, es ist nicht nur genug zu wissen, man muss es auch anwenden, aus der Theorie zur Praxis kommen, ins Tun, ins aktive Tun. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, aber natürlich auch vor allen Dingen Fragen beantworten, die aufgelaufen sind bei der Nicole. Dafür bin ich ja da, mit dem direkten Draht zur Firma. Wir sind in der Regel täglich mit Emily, der sogenannten Verkaufsleiterin von LifeWave, mit dem Seniorpräsidenten des Unternehmens, mit dem Jim Caldwell oder mit dem Rex oder mit der Tiffany. Wir planen gerade ein super mega Online-Event für Anfang 2021, aber das ist ein Event, da wird man gar nicht in irgendeiner Form merken, dass man nicht im Raum drin sitzt, sondern man wird zu Hause so abgeholt, der Bus fährt sozusagen vor, macht die Tür auf, man steigt ein und man fliegt in die LifeWave-Familie rein. Das wird der Knaller. Und David ist natürlich auch häufig dabei, wenn er nicht gerade wieder durch Asien reist, aber auch dann schaltet er sich gerne zu, wie gerade erst vor 2 Tagen wieder bei einem neuen Mastermind-Call. Die Zeit war noch nie besser. Wir haben die besten Videos, die LifeWave je produziert hat, die wirklich packen, die jeden, der sich das anschaut, dazu bringen zu sagen, Mensch, das klingt aber interessant. Das könnte ja was für mich sein. Das wäre ja vielleicht was. Und wenn wir das Ganze auch noch mit der InTouch-App verschicken, sehen wir sogar, wann und wie viel sich unser Interessent oder Gesprächspartner von dem Video tatsächlich angeschaut hat. Wie genial ist das denn?
Da kann ich doch sofort anrufen, wenn ich sehe, der hat sich das Video angeguckt und ich sehe dann, oh, der hat nur eine Minute von vier gesehen. Und dann rufe ich ihn an. Er wollte mich erkundigen, hast du denn schon das Video gesehen? Ich sage natürlich nicht, ich habe gesehen, du hast schon eine Minute geguckt, aber nicht mehr. Du Dummkopf. Nein. Da sage ich natürlich nur, ach, wollte mich nur mal erkundigen, hast du dir schon mal das Video angeschaut? Und es ist dann super interessant zu hören, was er dann sagt. Weil dann kommt von mir natürlich automatisch die Frage, was hat dir denn am besten gefallen? Welcher Teil? Und dann ist interessant, wie kreativ die Leute dann sind, weil es müssen sich ja irgendwas einfallen lassen. Und dann sage ich, ja, was hindert dich denn jetzt noch daran, diese Patches auszuprobieren, an deinem eigenen Körper zu spüren und zu erleben, wie genial einfach die Kraft von Biophotonen und als Aktivierung der Intelligenz deiner eigenen Zellen wirken kann? Dann mache ich Pause. Habe ja genug geredet. Jetzt muss derjenige reden, weil was glauben Menschen mehr? Das, was man ihnen erzählt oder das, was sie einem selber erzählen dürfen? Also immer aktive Fragen stellen, möglichst den Redeanteil bei maximal 35% halten. Die 65% sollten vom Gesprächspartner kommen. Denn wenn man häufiger gutturale Leute abgibt, dann hat er auf einmal das Gefühl, er hat sich selten so gut mit jemandem unterhalten. Weil man gibt ihm ja das Gefühl, dass man ihn versteht. Und das wollen Menschen, speziell auch in der heutigen Zeit. Das holt sie ab. Und dann kommt irgendwann noch ganz nebenbei die schöne Frage, wenn du jetzt heute diese Produkte kaufst, diese genialen Patches, und du spürst es an deinem eigenen Körper und du kannst es 30 Tage lang testen und zurückschicken, so baut man auf. Oder man macht es wie die Japaner, die inzwischen mit ungefähr 75% des Gesamtmarkts von LifeWave innerhalb von anderthalb Jahren ein Team von 45.000 Vertriebspartnern aufgebaut haben und nur Diamantpakete verkaufen. Warum? Auf der einen Seite kann man es relativ einfach erklären. Du hast ein geniales Geschäft, du zahlst 1.500 Euro oder das ist manchmal je nachdem, wie halt gerade die Euro-US-Dollar-Exchange ist, lass es manchmal auch 1.600 sein. Du hast dein eigenes Geschäft, du hast genug Ware, um alle möglichen zu patchen. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du es zurückgeben, ohne Angabe von Gründen. Bist aus dem Schneider, wo ist dein Risiko? Aber du hast 3 Monate Zeit, genau genommen 14 Wochen, aber ich sage mal 3 Monate, das ist einfach für die Leute. Und wenn du in den 3 Monaten 3 weitere Diamanten einschreibst, jeden Monat einen zum Beispiel, dann hast du bereits dein eigenes Set komplett kostenlos. Ja, wie genial ist das denn? Einfacher geht es doch nicht mehr, oder? Dann haben wir diese mega geilen Videos, Entschuldigung, diese mega genialen Videos, wollte ich natürlich sagen. Pferde lügen nicht, das Schmerzvideo, was der Kurt Wendler Rothenberger übersetzt hat, ein Megateil. Wer sich das anguckt, der kann ja gar nicht sein. Wenn das Pferd so reagiert mit den Patches, dann muss ich das doch auch ausprobieren. Oder dieses, was wir eben gesehen haben, natürlich das X39-Video, auch immer ein Knaller. Und wer dann noch Interesse hat, aber noch nicht zugeschlagen hat, oder nicht gesagt hat, ich kaufe jetzt sofort, der kriegt dann von mir noch das Video hinterhergesetzt, das ist LifeWave, that's LifeWave, 2020, die 4 Minuten, und dann fasse ich sofort wieder nach. Aber es geht ja nicht darum, hier einen Monolog zu halten, sondern es geht ja darum, dass Fragen kommen an mich, damit ich vielleicht dem einen oder anderen da, wo es vielleicht bei dem einen oder anderen manchmal noch so ein bisschen klemmt, wo eine kleine Hemmschwelle ist, mindestens mit 4 oder 5 Leuten täglich zu sprechen, mit dem man vorher noch nicht über LifeWave gesprochen hat, damit, was ich Momentum nennt. Denn wenn ich jeden Tag mit 4 oder 5 Leuten spreche und ich immer wieder nachfasse und immer nur die gleichen Sprüche bringe, dann habe ich automatisch nach einer gewissen Zeit so viele Leute kontaktiert, dass auch von, sagen wir mal, 5 bis 10 im Endeffekt, der Leute das Patch kaufen oder als Vertriebspartner registrieren. Und darum, und um das hinzubekommen, muss man einfach mit vielen Leuten sprechen. Man muss viele Frösche küssen, um einen Prinz zu finden. Und so einfach ist das. Im Pool so viel mehr Lebensqualität, für mehr Gesundheit geben kann. Und auf der anderen Seite, nennen wir es mal spirituell, die materialisierte Liebe Gottes zurückbekommen. Drücken wir es deutscher aus, Kohle kriege, von dem ich leben kann, die mir ermöglicht, dass ich die Produkte auch kostenlos nehmen kann, die mir ermöglicht, davon einen schönen Lebensstandard zu führen.
oder wie es bei mir ist, die mir ermöglicht, auf Mallorca sorgenfrei zu leben, Spaß zu haben und alles, indem wir Menschen mehr Qualität zum Leben geben. Mehr von dem, was sie wirklich brauchen. Positive Energie auf allen Lebens- und Lichtwellen, die wir uns vorstellen können. So, Nicole, das war meine Präambel für heute. Salut! Ja, steht da hinten bei dir auch. Keep calm and drink champagne. Ja, super. Ein guter Spruch. Ja, du hast ja schon viel erzählt, aber ich meine, du hast auch sehr viel erreicht bei LifeWave. Du bist unsere Upline, alle Upline, ja. Und die Frage stellt sich jetzt mal auch für mich, warum machst du das eigentlich? Ich meine, du könntest dich jetzt echt zurücklehnen auf Mallorca, deine neue Terrasse genießen, deine kleine Familie. Du fährst gern Autos, du fährst ja gern profimäßig Rallye. Und trotzdem setzt du dich eben für unsere Belange ein. Ich weiß nicht, ob man mich noch sieht. Ich habe heute echt Internetprobleme. Setzt du dich echt für unsere Belange ein? Ja, und warum machst du das? Für was? Was ist deine Motivation? Man gibt es mir eine tiefe Befriedigung. Es ist einfach schön, etwas zu tun, was wirklich Menschen weiterbringt. Weil wenn du das Gefühl hast, dass du anderen Menschen weiterhelfen kannst, dann bist du ja selbst auch glücklicher, weil du hast irgendwo eine sinnvolle Tätigkeit. Zudem, nach 14,5 Jahren bei LifeWave, keine Fakes sind. Nachdem wir wissen, was diese Patches wirklich für Magie bei Menschen auslösen können, ist es wirklich unterlassene Hilfeleistung für meinen Geschmack, wenn man diese Informationen anderen nicht weitergibt. Und es macht einfach, finde ich, unglaublichen Spaß und es ist unglaublich befriedigend, wenn man, was weiß ich, sich mit Ärzten unterhält aus dem Freundeskreis und man lernt ja permanent neue Leute kennen auf Mallorca. Es sind ja kaum Touristen hier, also sie müssen ja langsam mal die Insulaner untereinander ein bisschen miteinander was unternehmen und reden. Und dann ist ja wieder so ein Arzt in der Frage beruflich, lässt sich ja gar hindern. Und man erzählt ihm dann so ein bisschen Stammzellenaktivierung, damit Menschen Impulse geben für mehr Lebensqualität, dass sie sich verjüngen, dass sie sich dynamischer fühlen, ihre Schmerzen verlieren. Auch austherapierte Patienten reicht ja schon vollkommen aus. Und dann kommt immer nur so ein skeptisches Lächeln. Bei Stammzellen kommt, okay, Stammzellen, oh, interessant, was macht ihr denn? Ja, wir bilden pluripotente Stammzellen. Einfach nur, indem man ein Kupfertripeptid in den Körper einbringt, indem man die Information gibt, dass der Körper das selber produziert. Und ich sage, das ist ja hochinteressant. Aber ich sage, weißt du was? Wir sind ja jetzt privat, ich will da gar nicht zu lange reden. Ich verstehe davon ja nicht so viel. Das finden auch die Leute immer super toll, wenn man sein Licht so ein bisschen unter den eigenen Scheffel kehrt und sie als die großen Helden dastehen lässt. Ja. Ein bisschen noch, vielleicht ein bisschen, naja, ein paar kleine Komplimente machen. Ja, und gerade du als Arzt momentan in der C-Zeit, wie wir das hier immer nennen, also die Corona-Zeit, absolut Respekt. Meine Frau ist auch Zahnärztin und holt sich dann langsam mal wieder ein bisschen aufs Niveau ein bisschen hoch und sagt, okay, wir sind da auch, wir machen auch was. Und dann im Endeffekt, Leute, viele Ärzte haben Schmerzen, haben Probleme, die sie nicht in den Griff bekommen. Es ist einfach faszinierend. Wenn man die dann klebt und sagt, darf ich dir mal eine kleben? Was? Wenn ich dir jetzt mal eine klebe, ein Patch klebe und du hast vielleicht nach einer Minute einen Unterschied in deiner Befindlichkeit. Das heißt, du fühlst dich vielleicht einfach besser. Wollen wir das mal ausprobieren? Im schlimmsten Fall passiert nichts. Ich meine, es kommt ja nur Licht in deinen Körper. Und dann testen die Leute das. Und du siehst schon nach einer Minute das Streuen im Gesicht, in den Augen, die Körperspannung, was auch immer lässt nach. Auf einmal machen die komische Bewegung. Was machst denn du da? Ja, ich habe seit 5 Monaten Probleme im Knie, weil ich immer hier auf dem Drehstuhl sitze und mich immer nach rechts irgendwie so bei meinem Knie irgendwie faxt und nicht gesehen. Ja, okay. Und jetzt tue ich immer so ganz doof. Das kann ja gar nicht sein, aber der Schmerz ist weg oder es ist drastisch weniger. Habe ich gesagt, ja, ist doch cool, oder? Prost, da müssen wir doch gleich mal irgendwie drüber reden, oder? Das könntest du ja auch an deine Patienten weitergeben. Ne? Also es ist ja ganz einfach. Und zur anderen Seite, das ist nochmal der Bereich, ist permanent neu aktiv. Ich spreche jeden Tag mit 3 bis 4 neuen Leuten. Jeden Tag.
Ich mag momentan ganz gerne so Köstritzer Pladin. Das ist so ein Süßbier drin und da ist so ähnlich wie Mozartkugeln mit Marzipan drin und die liegen am Morgen auf der linken Seite von meinem Computer und am Abend müssen sie rechts liegen. Und das ist, heißt, ich muss jemanden neuen, niemand aus meiner Organisation, sondern komplett neuen über Live informiert haben, mit dem darüber gesprochen haben. Und erst dann kann ich die Pralinen essen. Und das ist eine super Sache, das funktioniert wunderbar, weil da kann jeder nachher sehen, habe ich das geschafft oder habe ich das nicht geschafft. Weil immer nur mit den gleichen Leuten reden, mit meinem eigenen Vertriebspartner reden, ist ja schön, ist auch wichtig, weil viele stecken an irgendeiner Stelle und man weiß gar nicht, warum sie da eigentlich stecken, weil die Lösung so einfach ist und man einfach wirklich mit so einem Knips das ganze Problem klären kann, aber man muss es eben machen. Und natürlich dieses Selbstständigsein, das ist eine Charaktereigenschaft oder das ist etwas, was man im Blut haben muss. Es ist für viele nicht ganz einfach. Und deshalb brauchen die ab und zu mal schlicht und einfach so einen kleinen Schubs von hinten, so ganz dezent, sagen, ich sehe dich, ich sehe, was du machst oder nicht machst. Wo klemmst denn? Was kann ich denn für dich tun? Nochmal die tollen Erlebnisse mit Live machen, die jeder Einzelne gehabt hat. Und dann nachfassen und wieder dranbleiben. Und nochmal nachfassen nach 2 oder 3 Wochen. Und die Leute sind so dankbar. Und das ist ein tolles Gefühl, was man eben nicht haben kann, wenn man den ganzen Tag nur Wasserski fährt, Golf spielt, irgendwie klassisch im Autorennen fährt oder was auch immer oder in schönen Restaurants sitzt. Nein, da fehlt ja der Sinn da drin. Die Befriedigung, die kommt doch erst, wenn man wirklich was Positives bewirken kann. Und da finde ich persönlich, habe ich wirklich meine Befriedigung bei LifeWave komplett gefunden. Denn gerade auch als Masterminder, wo man die Brücke darstellt zwischen der Firma und den Vertriebspartnern, hat man eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich muss wirklich sagen, LifeWave ist die Firma, wo ich mich am wohlsten in meinem gesamten Leben bis jetzt gefühlt habe. Das sind jetzt 14,5 Jahre und ich sehe keinen Grund, warum das nicht die nächsten 14 Jahre so weitergehen soll. Schön. Wo super. Wir gerade dabei sind, positive Nachrichten. Ja, genau. Wir haben lange das Problem. Wir haben lange das Problem schon im europäischen Bereich, dass es viele Menschen gibt, die keine Kreditkarte haben. Für Amerikaner war das lange Zeit sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Die kaufen im Supermarkt ein Kaugummi für 99 Cent mit einer Kreditkarte. Das hat da jeder, jedes Kind wächst mit einer Kreditkarte auf. Bei uns ist das eben häufig anders. Deshalb jetzt positive Nachrichten. In Deutschland testen wir ab 5. Oktober die Beta-Version mit PayPal. Das heißt, wenn das in Deutschland gut läuft, dass PayPal als alternative Zahlungsmethode bei LifeWave im Shop angewendet werden kann und das 6 Wochen super läuft, wird es überall eingeführt. Und ich denke, das ist eine ganz tolle Sache, denn wenn man als Sponsor, ich glaube, ich habe meine Karte bei 25 Konten Minimum drin, weil ich natürlich immer Leuten, wenn ihre Karte weder funktioniert oder sie gar keine haben, immer meine Karte nehme. Ich habe da mal volles Vertrauen, habe auch noch nie schlechte Erfahrungen gesammelt. Es ist natürlich eine ganz riesengroße Hilfe, wenn man hier mit PayPal in Zukunft bezahlen kann. Darauf trinke ich jetzt schon wieder. Salut! Genau, ja. Wohlbekommst, mag ich dir gönnen. Ich sage, ich muss nachher auch wechseln. Das geht ja nicht, dass ihr ja nur mit Wasser sitzt. Ja, was gibt es sonst noch Neues aus der LifeWave-Küche? Naja, es gibt eigentlich permanent Neues. Jim hat mich gerade gestern angerufen, da war er in Boston und hat gerade wieder ein neues Video gedreht. Also Jim ist im Prinzip unser Videomann für die mediale Präsenz und das Ding wird auch schon wieder der absolute Knaller. Es ist einiges im Entstehen. In allen Bereichen ist LifeWave momentan komplett auf der Überholspur. Sie haben das gemacht, was in den letzten Jahren häufig gefehlt hat. Sie haben junges und fähiges und hochmotiviertes Personal rangeschafft. Mhm. Wir haben mit der Emily eine mega Verkaufsfrau, die aus der Branche kommt, die sich auskennt. Jim, wie gesagt, für den ganzen medialen Bereich koordiniert das Ganze. Der Rex, wie man vielleicht auch schon gesehen hat, den Prozess bei der Registrierung erheblich vereinfacht und es wird immer besser. Also es wird von Tag zu Tag wird LifeWave eine noch bessere Firma. Wenn man bedenkt, wie wir angefangen haben, damals vor 14,5 Jahren, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass überhaupt jemand unter solchen Bedingungen angefangen hat zu arbeiten. Wir hatten kein Logistikcenter in Europa. Wenn wir Ware bestellt haben, hat das 2,5 Wochen gedauert, bis die aus Amerika kam. Wenn man
3 oder 4 Packungen bestellt hat, musste man die aus dem Zoll holen. Die Dinger waren sauteuer. Wir hatten keine CE-Zulassung. Wir hatten nichts. Und trotzdem haben wir es gemacht, weil das Produkt eben einfach so genial ist. Und daran hat sich nichts geändert, nur dass die Produkte immer besser werden. David hat 3 neue Produkte bereits fertig da liegen. Er sagt, dass die Zukunft der gesamten Medizin ist die regenerative Medizin. Nicht mehr austauschen von irgendwelchen Organen, sondern dazu verhelfen, dass der Körper sich selber regeneriert. Und er sagt, das X39 kann ungefähr 35 bis 40% kann dieses Patch erreichen, wenn man es regelmäßig anwendet. Also mindestens bestens, also 6 Mal in der Woche sollte man es nehmen. Aber seine weiteren Komplementärpatches, die er jetzt noch entwickelt hat, die dazukommen, die sorgen dafür, dass wir, wenn wir die alle haben, bereits bei 70% angekommen sind. Okay. 70% Regeneration. Okay. Das bedeutet, wer weniger als 120 Jahre alt wird, der hat schon irgendwas falsch gemacht. Der hat schon irgendwie bei Lifehilfe nicht geklebt. Also das ist der absolute Mega-Knaller. Und ich sehe es immer in meinem Umfeld. Die sagen immer, Jan, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Du machst Party, du feierst, du machst alles Mögliche und du wirst jedes Jahr jünger. Gibt's doch gar nicht. Naja, du musst dir vielleicht auch mal eine kleben, dann hast du das gleiche Thema laufen. Ist ja ganz einfach im Verhältnis. Ne? Macht einfach Spaß. Jan, kannst du dir vorstellen, dass LifeWave mal an der Börse notiert wird? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, zum jetzigen Zeitpunkt auf gar keinen Fall, weil David hält ja 70% der Anteile, 30% hat sein ehemaliger CEO Mike Collins. Ansonsten gibt er die Aktie nicht raus, weil David ist ein Control-Freak. Ich meine das durchaus im positiven Sinne. LifeWave ist sein Baby. Also das geklappt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, das ist der Hund, der jetzt auf und ab, keine Ahnung, stellt sie ab. Und er wird diese Aktie nicht abgeben, solange er lebt. Und da David gerade erst 57 ist oder 57,5, würde ich mal schwer davon ausgehen, dass wir also in den nächsten 50 Jahren nicht mit einem Aktiengang rechnen müssen. Weißt du, David ist schon 57. Vielleicht ist es irgendwann anders, wenn wir 1 Milliarde US-Dollar Umsatz haben im Jahr. Weil es ja sein großes Ziel, Milliarden-Dollar-Unternehmen zu werden. Als nächstes wird jetzt Malaysia eröffnet. Also wer Kontakt in Malaysia hat, Freunde, das ist die Gelegenheit. Ja? Da wird die Post abgehen. Malaysia ist der größte Network-Markt der Welt. Und da werden die Büroräume sind gekauft. Alles ist fertig mit großen Konferenzräumen. Das Team ist auch da. In 2, 3 Monaten wird es da losgehen. Und deshalb scharf nachdenken. Vielleicht mal in irgendein malaysianisches Restaurant gehen, was irgendwo in der Stadt ist, mal einen Flyer mitnehmen und loslegen. Gut. So, von Susi an alle. Die 2 neuen Komplementärprodukte sind Patches. Also, David hat wieder neue Patches entwickelt. Ja, genau. Momentan hat er genau genommen 5 Patches im Labor parallel, die alle so gut sind, dass er gar nicht weiß, wann er die einführen soll, damit nicht eins dem anderen im Prinzip das Geschäft abgräbt. Aber wenn man alles kriegt, der Mann ist halt einfach ein Genie. Und da hören die Ideen nicht auf. Und warum sollte mir zum Abschluss, Jan, warum sollte mir nächste Woche beim David im Zoom-Call sein? Warum? Es gibt viele Menschen, die David Spitt noch nie persönlich gesehen oder gehört haben. Und er berichtet natürlich immer auch ein bisschen aus seinem Nähkästchen. Das ist ja sein Lieblingsthema, über Gesundheit zu reden. Er wird sicherlich wieder mit ziemlich erfrischenden neuen Fakten kommen. Und er wird, wie er versprochen hat, alle Fragen beantworten, die wir haben. Das heißt, schreibt der Nicole diese super coolen Host eine schöne Mail mit allen Fragen, die ihr habt zu LifeWave, die euch interessieren, von denen ihr noch nie wusstet, wie man das beantwortet bekommt. Nächsten Dienstag um 19 Uhr ist David hier und wird diese Fragen beantworten. Einmalig, privat, ganz individuell, nur für euch. Das wird der Knaller werden. Und warum sollte mir vielleicht da Gäste oder Freunde mitnehmen oder dazu einladen? Warum würde das Sinn machen?
Es gibt viele Unternehmen mit tollen Produkten auf dem Markt. Aber wenn man den Erfinder der Produkte selber sprechen kann, der gleichzeitig auch noch der Firmeninhaber ist, dann kriegt man ja schon sehr viel von dem Spirit mit, den diese Firma ausstrahlt und hat vielleicht eine Idee, in welche Richtung diese Firma sich in den nächsten Jahren entwickeln kann. Und wenn man sieht, wie bescheiden dieser Multimillionär David Schmidt ist, der über 85 Patente alleine für die LifeWave-Patches hat. Ich glaube, er hat insgesamt 120 Patente für die unterschiedlichsten Produkte im Laufe seines Lebens gesammelt. Seines bis jetzt kurzen Lebens. Wenn man ihn sprechen hört, wenn man diese Begeisterung spürt, dann ist man einfach angezündet. Und jeder, der ihn hört und sieht, spürt, dass das ein spiritueller Mensch ist. Keiner, dem es darum geht, einfach nur Geld zu machen, sondern dem es darum geht, wirklich etwas Gutes in der Welt zu bewirken. Und dieser Spirit, wenn der rüberkommt, dann weiß man, man ist im richtigen Unternehmen, zum richtigen Zeitpunkt, weil man sich gut aufgehoben fühlt und dieses Vertrauen hat, dass die Arbeit, die man selbst in dieses Unternehmen steckt, sich vielfach auszahlen wird. Und so war es ja auch bei mir. Ich meine, ich saß mit ihm am Mondsee schon vor 13 Jahren bei dem ersten großen Meeting zusammen in Europa. Deshalb haben wir jetzt auch X39 ehrenhalber am Mondsee der gesamten Welt präsentieren dürfen, weil da im Prinzip die große Taufe war für LifeWave in Europa. Wir waren der erste Markt für LifeWave. In Europa ging es ab. In Amerika war damals mehr oder weniger noch gar nichts los, bis auf ein paar Spitzensportler, die das genommen haben. Und insofern, lasst uns doch einfach David Schmidt zeigen, dass wir Respekt haben, dass wir Dank zeigen können für das, was er macht, was er als sein Lebenswerk betrachtet und was er bis jetzt schon uns gegeben hat und uns dementsprechend und viele Freunde und Bekannte am nächsten Dienstag mit einladen, dazuschalten, sehen, was wir machen können, uns inspirieren lassen von dem Maestro persönlich, von einem der größten Genies, die momentan leben, für meinen Geschmack. Und lasst uns vielleicht auch mal ein Vorbild nehmen an Asien, wie die den Markt aufbauen. Für Asiaten ist es eine Schande, wenn sie nicht erfolgreich werden. Dementsprechend haben die auch so einen Erfolg, weil die sich wirklich hinsetzen und wenn die unter was Geringeren als mit einem Diamantpaket einsteigen, dann sagen sie, das ist nicht richtig. Das ist keine Ehrerbietung für die Firma, für David Schmidt. Das heißt, sie starten mit Diamant. Was machen sie? Dementsprechend duplizieren sie Diamant. Wie gesagt, 3 Diamanten in 3 Monaten einschreiben. Das eigene Diamantpaket komplett kostenlos. Wenn man das Modell fährt, 14 Wochen als Senior Presidential Director bezahlt zu sein, dann hat man automatisch ein dermaßenes Wachstum und das setzt sich fort. Und wenn man Erfolg vorlebt, wird man auch Erfolg ernten. Denn das, was ich denke, das, was ich den Leuten erkläre, das machen die Leute auch. Wenn ich selbst sage, Diamantpaket ist eine super Sache und die Leute fragen mich, wie bist du denn eingestiegen? Und ich sage, naja, ich habe mir ein Silberpaket gekauft. Ja, was wird denn dann passieren? Die Leute sagen, dann kaufe ich auch ein Silberpaket. Und schon ist mein tolles Wachstum aus meiner eigenen Limitiertheit, möchte ich es einfach mal nennen, von vornherein ausgebremst worden. Wait it up zu Diamant, wer es noch nicht ist. Wer weiß, wie lange noch ein so geniales Paket existiert. Denn wir wissen alle, dass die Diamantpakete subventioniert sind. Der Preis der Produkte, 3 Monate lang vollkommen durchqualifiziert zu sein, die $500, die man bekommt, für jeden weiteren Diamanten, den man einschreibt, das ist relativ teuer für das Unternehmen. Und das muss man sich erstmal leisten können. Und insofern weiß keiner, ob das für immer so bleiben wird. Insofern nutzt die Gelegenheit jetzt, solange das noch möglich ist, und kauft die Diamantpakete und nehmt euch an Asien ein Vorbild. Wenn die das können, warum sollten wir dem hinterherstehen? Warum sollten wir uns nicht genauso wiederentwickeln können, wie das Asien bereits uns seit 1,5 Jahren vorlebt? Wachstumsraten von 350% pro Jahr. Stellt euch das mal vor, wenn das in eurer eigenen Organisation passiert, was das bedeutet. Da können die mit ihrer ganzen Corona-Pandemie komplett einpacken, weil da keiner mehr dran glauben wird. Aber gut, das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne. Ja, und dich, mein lieber Prost, Jan, und ich freue mich, den nächsten Dienstag die Ehre zu haben, eure Fragen an David Schmidt zu übersetzen. Also schreibt wirklich alle Fragen, die ihr habt, an die Nicole, damit sie das dementsprechend, damit wir das dann an David schicken können, damit ich das vorher angucken kann,
Er braucht zwar keine Vorbereitung, aber es ist eine Frage des guten Tons, dass er das vorher sich mal anschauen kann, was ihr denn wirklich wissen wollt. Genau. In diesem Sinne, Jan, vielleicht, wenn du mich hörst, darf ich dich bitte das zu verabschieden, weil mein Internet ist, glaube ich, zu schlecht. Jan? Ja, du brichst ab und zu ein bisschen ab heute. Aber das kann ja mal passieren. Ist ja kein Problem. Du bitte dieses Zoom-Call jetzt beende, weil es ist eine Katastrophe. Jan, okay. Beende du das mit dem Zoom-Call. Wie können wir das machen? Warte mal, ich will mir mal gucken. Hier ist mal irgendwas 30, irgendwas. Das ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie Chat und Fragen. Das kann ich mir ja mal einfach schnell angucken, was denn da Schönes steht. So, Chat. So. Ich gucke mir das mal ganz schnell an. Vielleicht steht da noch irgendwas ganz Wichtiges, was irgendjemand wissen muss. Ina fragt, ob mein Haus groß genug ist. Ich weiß nicht, groß genug für was, aber es ist nicht ganz klein. Und vor allen Dingen die Aussicht auf der Dachterrasse, 360 Grad, ist einfach atemberaubend. Jeder, der hier oben auf der Dachterrasse ist, will eigentlich gar nicht wieder gehen. Schön, bla bla, schön, schön, guten Abend, PayPal, finde ich super. Ich auch. Da habe ich 7 Jahre wirklich durch die Kniescheibe ins Gehirn gebohrt, ja, im 4-Wochen-Rhythmus, dass wir das jetzt endlich bekommen. Aber das ist eben auch genauso, dass das, wenn man von etwas überzeugt ist und man weiß, dass man was braucht, muss man sich einfach dafür einsetzen und seine Überzeugung durchsetzen. Und das ist ja auch häufig mit Vertriebspartnern so oder potenziellen, die sagen, ja, ist interessant, aber habe gerade keine Zeit und bla 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 bla, aber dranbleiben. Wie gesagt, meine besten Partner, Kurt Wendler-Rotenberger, Chris Wohner, die mir im ersten Gespräch gesagt hat, Wiegel, ich sitze hier in Monte Carlo, ich bin Multimillionärin von Herbalife. Was wollen Sie von mir? Warum soll ich mir das angucken? Aber dranbleiben, ja, dranbleiben, smart sein, dranbleiben. Und irgendwann ist dann der Moment gekommen, wo Sie sagen, wissen Sie, Herr Wiegel, die sind so sympathisch, ich muss das jetzt einfach mal ausprobieren. Dann ist die hier zu mir nach Mallorca gekommen, wir haben ein bisschen Champagner getrunken, das ist immer nett. Und dann innerhalb der ersten 4 Wochen 36 Diamanteinschreibungen von Chris Wohner. Ja? Das war ja mal ein Start. Das hat sich ja gelohnt. PayPal, juhu, die 2 komplementären Patches, 6.10. wie immer um 19 Uhr, jawohl, ganz genau. Klar, Zoom-Call, bla bla bla, Partner, keine Partner, bla 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 bla. Alle herzlichen Grüße, das ist immer schön. Oh, Sonja Lufra ist auch da. Hallo, liebe Sonja und gute Besserung weiterhin für Gerhard. Wenn jemand upgradet auf Diamant, hat er dann auch dieselben Konditionen? Siehst du, wusste doch, irgendeine interessante Frage kommt noch. Ja, jemand, der upgradet auf Diamant, ist ab dem Zeitpunkt, wo er auf Diamant upgradet, egal wie lange er schon Partner war vorher, 14 Wochen gestellt wie ein Senior Presidential Director und bekommt $500 für jeden neuen Partner, den er als Diamant registriert, in diesen 14 Wochen. Also, ich würde mal sagen, das ist so ziemlich der größte Knall im All, weil einfacher kann man niemanden vorleben, wie schnell und einfach man Geld verdienen kann bei der IFAF. Willkommen, schön, willkommen, willkommen, kommt her, gerne. So, ja, mehr Fragen waren gar nicht. In diesem Sinne, wenn nichts mehr ist, wünsche ich einen schönen Abend. Alles Gute allerseits und ich freue mich, wie gesagt, auf nächsten Dienstag. Das ist ein ganz besonderer Call und da geben wir dann Gas und bitte nochmal ganz viele schöne Fragen. Ah, guck mal, jetzt kommen nochmal ein bisschen Fragen. E-Mail von Nicole bitte. Herbert, die steht ein bisschen weiter oben, wenn du ein bisschen hochscrollst, oben drüber steht die E-Mail von Nicole. PayPal wird wahrscheinlich, wenn die Programmierung und die Schnittstelle funktioniert, das testen wir intern nochmal, ab 5.10. zur Verfügung stellen. Also ab mehr oder weniger in einer Woche werden wir es bereits haben. Also, ich sage es nochmal, wer den Chat nicht gelesen hat, nicolecaps1@yahoo.de ist die E-Mail, an die bitte die Fragen gestellt werden, die ihr von David beantwortet haben möchtet. Ja, prima. In der Kürze liegt die Würze. In diesem Sinne, der Abend ist noch jung. Man kann direkt vielleicht noch irgendwelche Interessenten anrufen. Oder man geht in sein eigenes Backoffice, guckt sich seine Vertriebspartner der ersten Linie an, von denen hat man ja die Telefonnummer und ruft einfach mal an und sagt, hey, ich wollte mich mal erkundigen, wie es dir heute so geht in den Corona-Zeiten. Wir haben lange nichts voneinander gehört. Wie läuft es bei dir? Was macht dein Leben? Oder so ganz dezent. Und wie läuft es bei LifeWave? Ich sehe, du machst nichts mehr.
Das ist natürlich vollkommen okay, aber ich würde mich gerne dafür interessieren, warum das so ist. Denn du hast dich ja mal eingeschrieben bei LifeWave, weil dich die Produkte begeistert haben, weil du überzeugt bist und warst. Nutzt du die Produkte noch? Wenn du die Produkte nutzt und das vorlebst und deine Partner die Produkte nutzen, dann hast du alleine, wenn du 500 Partner hast, hast du bereits ein passives Einkommen. Und wer kann in der heutigen Corona-Zeit die Patches bitte schön nicht gebrauchen und nutzen? Ob ich jetzt mehr Energie haben will, ob ich mich besser fühlen will, ob ich mehr Licht in mir spüren möchte, um mehr Gelassenheit zu fühlen, weil ich vielleicht Stress in meinem Job habe. Oder ob ich die Eon klebe und die X39, damit ich auf der anderen Seite mich weiterhin verjünge und was für meinen Körper tue, damit ich vielleicht auch ein besseres Immunsystem habe und besser geschützt bin. Auch durch die ganze Wildlife-Serie, durch Carnosin-Dutation oder Eon. Was ich auch immer mache. Eine bessere Zeit, um Life-Patches zu kleben, hat es noch nie gegeben. Und wenn ich das den Leuten weitergebe, einfach nur, ist eigentlich fast egal, was ich sage, weil zum Richtigen kann man nicht das Falsche sagen. Es ist eigentlich eine Frage der Schwingung, die rüberkommt, übers Thema, Leute wieder reaktiviert. Und was mache ich, wenn ich Leute reaktiviere? Ich gebe eine gute Information über eine gute Sache raus. Ich werfe sozusagen den Stein wieder neu in den See und gucke mir an, wie die Wellen nach außen immer größer werden. Wenn ich das konsequent mache, 14 Jahre lang, so wie ich, dann habe ich eben 108.000 Vertriebspartner, von denen ungefähr 35.000 aktiv sind. Und das ist schon nicht schlecht. Das tut schon was. Das bewegt was in der Welt. Das verändert was. Es ist ein Beispiel, wie positiv man die Welt mitgestalten kann. Und das macht Spaß. Und ich wünsche es jedem von euch hier, dass ihr das auch erreichen werdet, weil ich weiß, ihr könnt das. Es ist nichts Schwieriges. Ein Taubstummer kann LifeWave vermarkten. Man muss einfach nur wirklich kleben und erleben. Und jeden Tag mindestens 4 neue Menschen ansprechen auf die LifeWave-Patches und dann natürlich nachfassen. Und durch die InTouch-App ganz simpel zu machen. Und wer kritisch ist, dem zeigt man das Pferdevideo, was der Kurt Wendler Rotenberger so toll übersetzt hat auf Deutsch. Mega Ding. Wer Sachen sucht, wer sie nicht findet, guckt auf die Vertriebsförderung.info oder guckt auch mal in die Facebook-Erfahrungsberichte-Seite von Vertriebspartnern. Das ist auch eine Seite von Kurt. Da könnt ihr alle Fragen stellen, da könnt ihr alles finden, was ihr braucht. Und ihr werdet absolut begeistert sein, wie toll man dort aufgenommen wird und was es dort alles für Verbindung und Vernetzung gibt. In diesem Sinne, lasst uns aktiv werden. Es ist noch nicht zu spät. Es ist 20 vor 8. Wir können gleich den nächsten Interessenten anrufen. Ich mache das auch gleich. In diesem Sinne, einen schönen Abend, alles Gute, erfolgreiche Woche und bis nächsten Dienstag. Bye, bye.